Du bist hungrig, dann ess irgendwas. Hier ist ja Nahrung. Ihr geht sich irgendwie beide immer aus dem Weg. Ja, die Töpferei muss ich dann irgendwie da drüben hinbauen nachher. Ach ja, du hast Holzfäller gelernt, also bauen wir mal eine Werkzeugschreinerei. Ruhig etwas weiter weg, hier hin. So, wie immer. Safe machen. Also ja, ich werde wahrscheinlich hier den Waldbereich weghacken müssen mit meinem Kundschafter. Wenn wir dann dort das Gebirge erschließen. Ahnung kann trainiert werden, gut. Bäckerei. Ja, das ist doof. Aber die Bäckerei macht doch hier was her. Okay, wir sollten eigentlich schon mal einigermaßen sehen können, falls ein Angriff kommt. Und ja, ich denke mal, wenn ich das Wohnzelt abreiße, kann ich hier ein Dreifamilienhaus hinstellen. Später, sobald wir es haben können. So, du isst noch mal was. Ach ja, und nochmal zwei Jungs, damit wir dann die Nahrungsproduktion komplett haben. Hier scheint hoch zu gehen, ja. Hier fängt das Gebirge an. Ich werde bis zu dem Gebirge hier alles erkunden. Ja, will.
Okay, Werkzeugschreinerei ist fertig. Du hast den Lebenssammler erfunden, gut. Jawohl, da passt ein Zweifamilienhaus mit Bäckerei hin. Und hier oben passt ein Zweifamilienhaus für unseren Bauarbeiter hin. Das ist aber kein geheimer Hintereingang, oder? Nein, das hier ist gesichert. Okay. Auch gut. Ja, und jetzt für den Anfang sollte ich wirklich auf normaler Geschwindigkeit spielen. Okay, ein sehr hohes Gebirge. Ist hier der Zugang? Das wäre auch interessant. Wenn da der Zugang in den Krater wäre. Auf der Suche nach dem Dorf. Ja, der Krater. Heißt die Mission auch. Bäckerei ist langsam fertig. Du wirst erstmal Werkzeugschreiner. Du machst ein paar Werkzeuge. Ich glaube, ich werde die Schafe hier nehmen und werde den Jäger nach hier unten verschieben. Auch. Also Jäger, Schuster, Schäfer und so weiter hier hinstellen. Nein, geht weg von mir. Okay. Ich glaube, wir haben ihr Dorf gefunden. Wahrscheinlich ist das hier oben ihr Zugang. Ja, Jägerzelt, Holzfällerzelt, das erklärt sich einigermaßen. Okay, die Bogenschützen jagen meinen Kundschafter. Sage ich ein bisschen einen Bogen um das Dorf, mache es alles gut. Und ja, ich glaube, das ist zu steil, um hochzukommen. Ja. Das heißt, irgendwo dort geht es wahrscheinlich ins Landesinnere.
So, aber da du ein bisschen hier gefährdet bist und ich nicht weiter in diese Richtung möchte. Aber so wie es aussieht, ist das hier nur ein kleines Dörfchen. Entweder ist da der Zugang oder ist hier der Zugang. Das werde ich nachher noch sehen. Ich weiß es nicht mehr so genau. So, mal nochmal das eine Mehl. Dann wirst du Bäcker. Kannst schon mal hier einziehen. Und du bist jetzt Bäcker. So, das heißt, du kannst umziehen. Und das Zelt können wir nachher abreißen. Ah, gut. Ja, gut, jetzt haben wir aber einen Überblick über das Gelände und wissen rechtzeitig Bescheid, wenn die Windländer doch einen Angriff auf uns starten. Könnte nämlich jederzeit passieren. Gut, wir haben unsere Nahrungsproduktion ein bisschen am Laufen. Ich probiere schon mal, wenn ich das Ding abreiße. Wobei, nö. Ich quartiere da erst einmal unseren... Nein. Tut mir leid, du musst wieder ausziehen. Werkzeugschreiner ein, bis der... das Zelt leer gegessen hat. Und dann reiße ich es ab. Oh, du bist hungrig. Wenn wir nicht aufpassen, wirst du gleich krepieren. Das soll ich auf jeden Fall noch machen, dem hier unten was zu essen geben. Und dann überlege ich mir erstmal, was ich mit ihm machen werde. Bei einem Kundschafter können wir jetzt nicht mehr gebrauchen. Wir können nichts mehr erkunden, wo uns nicht Feinde im Weg sind. Wobei, wir können gucken, ob wir hier noch was aufdecken können. Aber erst, wenn er sich erholt hat. So, ist noch ein bisschen weiter. Ich könnte ihn eigentlich zu einem Farmer machen. Wo ist er? Da ist er. Ist noch was? So, wie lange braucht es noch, bis ihr zwei erwachsen werdet? Das braucht noch ein bisschen. Ja gut, dann würde ich sagen, ich speichere hier mal.
Und mach erstmal einen Cut. Und dann sehen wir in der nächsten Folge weiter. Also, bis gleich.